Hallo, ich begrüße euch wieder zu Panther Ray im Gespräch mit Jana Haas und wir werden über das unsterbliche Bewusstsein reden, aber es kommt noch so viel mehr. Wir reden auch über ganz wichtige Themen wie, wie verhalte ich mich in der Erziehung mit unseren Kindern? Da kommen viele Fragen und ja, wie steht es eigentlich mit dem Wandel, Individualismus, das Wir-Gefühl, wo befinden wir uns gerade, was ist richtig, wo geht die Reise hin? Und ja, ich denke, Jana wird uns einige Ängste nehmen können und uns auch vorbereiten auf die Zukunft. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen. Hallo Jana, herzlich willkommen zum zweiten Teil bei Panther Ray. Dankeschön, schön hier zu sein. Ja, es freut mich auch sehr, eine Expertin für diese Fragen und spirituelle Themen dabei zu haben, weil ehrlich gesagt, ich stehe da voll am Anfang und bin sehr interessiert und freue mich, jemanden, wie ich finde und wie ich es auch schon aus dem ersten Teil erfahren durfte, doch relativ kompetenten da zu haben. Ist immer so eine Sache, jemand kompetent zu nennen. Das darfst du. Ja, ja, das vor allen Dingen auch, ich stelle dir wirklich so fundamentale Fragen und du hast für mich schlüssige Antworten und bringst Beispiele und Erklärungen. Und selbst jemand, der ganz am Anfang steht, der da bereit ist, sich zu öffnen, der denkt so, ja, das macht irgendwie auch noch Sinn. Also das ist nichts Abgehobenes oder wo man denkt, so, ah, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich tue mal so, als ob ich es verstanden habe, damit ich dazugehöre, sondern das erschließt sich mir auch meiner Logik irgendwo. Und ja, im zweiten Teil widmen wir uns ja, diesem unsterblichen Bewusstsein, worüber du ja auch schon einiges gemacht hast. Und ich wäre dankbar, wenn du uns da mitnehmen könntest, was du da drunter verstehst. Ja, erst einmal vielen Dank für dein Interesse und Offenheit. Das ist keineswegs selbstverständlich. Auch wenn ich schon sehr begnadet bin, ein Umfeld zu haben, voller offener, interessierter und auch empathischer Menschen. Das war nicht immer der Fall. Wie ich schon erwähnt habe in unserem vorherigen Gespräch, war der Einblick in die jenseitigen Welten für mich immer normal. Und ich dachte, das sei für alle ganz normal gewesen und musste eines Besseren belehrt werden. Das Bewusstsein unsterblich ist eigentlich für die meisten Kinder unbewusst normal, eine Gewissheit. Und gerade materialistisches und rationales Gedankengut der Erwachsenen verschließt oftmals diese natürliche Intuition der Kinder, indem sie auf ihre neugierigen Fragen nicht aufmerksam genug oftmals eingehen. Und wenn man den Kindern aufmerksam lauscht, ist das wirklich unglaublich, was für ein Horizont einem sich öffnen könnte. Diese Beziehung auf Augenhöhe lebe ich mit unserer Tochter und lerne selber dabei unglaublich viel, nicht nur über mich durch ihren Blickwinkeln, sondern auch über die Welt. Denn ein junger Mensch sieht die Welt ja noch mal mit einem frischeren Blick. Und ich habe ihr in Kasachstan, in der ehemaligen UdSSR, eine archaische und autoritäre Erziehung genossen. Und damit mache ich niemandem einen Vorwurf. Es waren einfach andere Zeiten da. Und das hat meine Sensibilität damals geschadet. Im Nachhinein habe ich natürlich aus allem etwas Lichtvolles getan, indem ich Verantwortung für mich übernommen habe und mir selber die Liebe und Anerkennung geschenkt habe als Erwachsene, die ich brauchte. Und das ist eigentlich auch das Geheimnis von Spiritualität und auch die Stärke dieser emotionalen Unabhängigkeit. Ich weiß diese Freiheit und Selbstsicherheit deshalb so sehr zu schätzen, weil es für mich eben lange Zeit nicht der Fall war. Ich erinnere mich noch, das war noch im Vorschulalter. Da war ich in Sibirien, war das der Fall, bei
Verwandten zu Besuch und ich habe auf dem Spielplatz mit Kindern gespielt. Und als introvertiertes Kind war ich nicht so frei wie andere Kinder und heilfroh, wenn jemand mit mir spielen wollte und mich nicht so furchtbar ernst und erwachsen wahrnahm. Und ich erinnere mich noch, ich spielte mit dieser Mädchen, was ich nicht so gut kannte. Ich war ja erst zu Besuch da. Und ich fragte, und sie erzählte mir, dass sie in der und der Wohnung jetzt neu wohnt. Und ich schaute damit automatisch auf ihren Balkon, auf ihre Wohnung. Und ich, da für mich als Kind die jenseitigen Welten genauso präsent waren und auch heute sind, nur ich kann es besser kontrollieren heute, wie die irdische Welt, wusste ich nicht, dass ich auf ihrem Balkon einen verstorbenen Menschen sehe, nämlich seine lebendige Seele. Mhm. Und ich sah einen kränkelnden Mann, so um die 40, mit so einem leidenden Gesichtsausdruck, der fragend nach draußen schaute. Und sein Blick war sehr eindeutig, dass er sich mit sich und seiner Krankheit auseinandersetzt. Und aus meiner Empathie und Offenheit heraus fragte ich diese Freundin, wer ist es denn? Wer ist bei euch krank zu Hause? Und dann sagte sie, nee, niemand, wieso? Und ich habe ihr diesen Mann beschrieben, weil als Kind habe ich gar nicht darauf geachtet, ist das dieser Mensch jetzt durchsichtig oder nicht durchsichtig. Die Welten verschwammen einfach. Und sie ging nach Hause, hat mit ihrer Mutter gesprochen und ihre Mutter hat erzählt, das war der Vormieter, mhm, der auch dort starb. Und das war für sie so gruselig, dass diesem Mädchen verboten wurde, mit mir umzugehen, weil ich damit in ihren Augen nicht nachvollziehbar und damit verrückt, also von der Normalität entrückt, verrückt war. Und das war für mich als Kind ganz schön bittere Erfahrung, weil als Kind kannst du vieles ertragen, aber nicht Einsamkeit. Und damit hatte ich sie als Freundin verloren und die Erfahrung gemacht, dass die Eltern recht haben, wenn sie sagen, schweige darüber, denn sonst hast du nur Nachteile. Diese Erfahrung, die war ja nicht willentlich. Sie gehörte einfach zu meinem Leben dazu, diese Fähigkeit. Aber ich hatte keine Vorteile dadurch, sondern nur Schwermut, denn dann natürlich stellst du dir als Kind, wenn du solche Wahrnehmungen hast, nicht Fragen nach Zeichentrickfilmen, sondern eher nach Fragen nach Leben und Tod. Und das war die weitere Erfahrung, die mein Weltbild verändert hat, weil mein Weltbild Erwachsene nicht wirklich positiv fördern konnten in dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin damals. War auch im Vorschulalter. Dieses erstes Lebensjahr siebt eines Kindes ist ja höchst sensibel. Eigentlich sollten die ersten sieben Lebensjahre eines Kindes märchenhaft schön sein. Für mich waren sie sehr erwachsen. Und noch, ich erinnere mich noch, vor der Einschulung sind wir in den Sommerferien in Kasachstan zum See gefahren. Das war irtisch. Und ich habe mit den Nachbarskindern im Wasser gespielt. Ich konnte nicht schwimmen und stand eigentlich vorsichtig bis zu den Knien im Wasser. Wir spielten Ball und ein Junge, der tiefer im Wasser stand, warf mir den Ball zu und ich fiel beim Fangen des Balles und gleichzeitig kam eine Welle, starke Welle, auf mich zu und nahm mir nochmal den Boden unter den Füßen weg und zog mich hinunter auf den Boden, auf das Ufer. Es ging alles so wahnsinnig schnell, dass ich gar keine Zeit hatte zu verstehen, was passiert hier und damit zu beurteilen die Situation und damit Angst vor Lebensgefahr zu bekommen. Ich habe nur gemerkt, dass ich irgendwann Wasser schlucke
und mir mein Körper unfassbar schwer ist, wie ein Stein, der nach unten sich ziehen lässt. Und es war so, so, so kalt, unbeschreiblich kalt. Und als diese Kälte und dieser steinige Schwere auf dem Lungenbereich war, ist mir in dem Moment bewusst geworden, wo ich bin, dass ich jetzt hinuntergezogen werde. Und dann kam noch der kindliche Gedanke, du kannst doch nicht schwimmen. Und ehe ich diesen Gedanken fassen konnte, kam ein Schub. Es war wie ein energetischer Schub. Und ich erlebte meine Seele in durchscheinender Gestalt außerhalb des Körpers im Wasser. Und das Bild war wirklich wie Yin und Yang. Mhm. Dieser Tisch. Ich sah meinen Körper in dieser Dunkelheit der Tiefe und meine Seele wie ein Sonnenlicht strahlend. Und es war so warm. Und ich spürte, so, ich würde es heute als göttlichen Urruf nennen, eine Stimme, einen Ruf, welches mir unglaubliche Ruhe vermittelt hat. So dieses unsterbliche Bewusstsein, diesen Zustand erlebte ich. Und in dieser Wärme war alles so paradiesisch, so friedvoll. Und es wurde alles auch heller und heller um mich herum. Und ich erlebte so ein subjektives Energiefeld in dieser Astralität der Nahtoderfahrung, das eines Kindes. Es war wie ein Aquarium voller bunter Fische und absoluter Sicherheit. Und interessant war, in dem Moment wusste ich, dass ich sterbe. Und ich wusste, meine Familie sitzt am Ufer. Und ich spürte kein Vermissen. Aber nicht im Sinne von, ich brauche euch nicht, sondern im Sinne von, wir sind nicht wirklich getrennt. Es war so eine Einheit gleichzeitig in diesem Getrenntsein, so eine göttliche Einheit in diesem physischen Getrenntsein zu spüren. Und ich spürte eine wohlige Wärme in meiner Seele und drehte mich um und ich erlebte ein Licht. Und ich begann so zu roben, in dieses Licht schwimmende Bewegungen zu machen. Und ich erinnerte mich noch, ich kann doch nicht schwimmen. Und dann habe ich mich einfach so als Seele fallen lassen. Und es war ein Gefühl, als ob ich von der Wärme getragen werde in dieses Licht. Und ich wusste, überschreite ich jetzt diese Grenze, bin ich woanders. Nicht mehr da, wo meine Eltern sind. Und ich wollte dahin, weil es sich so nach so einer schönen Einheit anfühlte, nach diesem wirklich angenommen sein, nach dem, was wir uns ja als Menschen ja so sehr sehnen, auch in der Partnerschaft und in der Familie und natürlich auch im Beruf, in unserer Anerkennung. Und dann plötzlich spürte ich, oh, es geht jetzt nicht mehr weiter. Und ich wollte weiter, das war so eine kindliche Töricht, ich will aber weiter. Und dann erlebte ich eine Lichtgestalt in diesem Lichtstrahl, meinen Schutzengel, und er stand da wie mit einem Stoppzeichen mit seiner Hand. Und ich wehrte mich dagegen und sagte, nein, ich will aber dahin. Und in dieser Gestik erlebte ich die Botschaft, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich war aber trotzdem stur und wollte dahin. Und in mir kam die Frage, warum nicht? Ich wollte schon als kleines Kind wissen. Und dann erlebte ich eine Lebensvorschau, meinen Seelenplan, die einzelnen großen Stationen meines Lebens, die meine Lebensaufgaben darstellen, warum ich zurückkommen soll. An genauen Bildern, das war wie ein Film, aber an tatsächliche Fragmente konnte ich mich nicht erinnern, sondern an dieses tiefe Empfinden. Mein Auftrag, meine Wiedergeburt, sie hat Sinn.
es ist dieses tiefe spirituelle Empfinden, wonach wir uns als Erwachsene ja auch sehnen und auch diesem folgen, mein Leben muss einen Sinn geben. Ich will etwas Gutes in dieser Welt hinterlassen. Wir alle brauchen eine gewisse Bedeutungshoheit in unserer Liebe. Dieses habe ich ganz eindeutig spüren können und dann spürte ich in meinem freien Willen, ich wurde nicht gezwungen, sondern schon als Kind in meinem freien Willen, okay, so soll es sein. Nach dem Motto, möge dein Wille durch meinen wirken. Und ich drehte mich noch zu meinem Körper um und hatte gar keine Lust, da reinzugehen in diese Kälte, die war unerträglich in meiner Erinnerung. Und dann fragte mich noch, wie soll es denn jetzt gehen? Und dann geschah ein Wunder. Es war wie eine Lichtwelle, die mich packte. Ich spürte sie so richtig physisch. Und plötzlich war ich im Körper in diesem, es hat so weh getan in den Lungen, im Brustbereich. Und plötzlich war eine Welle so da, die mich nach oben zog. Und es war physisch spürbar. Und ich spürte nur dann Gestein unter meinem Körper und ganz eindeutig die Stimme, krabble dich hinauf zum Ufer. Und ich hatte gar keine Kraft im Körper, aber diese Stimme, dieses innere Wissen, das musst du jetzt machen. Das war so überzeugend. Ich habe mit letzter Kraft angefangen, meine Finger zu bewegen, meine Beine zu bewegen, hinauf zu krabbeln, als ich dann auf dem Ufer war, das Wasser auszuspucken. Und das war so ein krasses Moment für ein Kind. Ich saß da, einige gewisse Meter weiter meine Familie. Die haben nicht mal mitbekommen, was gerade passiert ist. Und für mich hat sich in dem Moment gleichzeitig alles verändert. Ich habe den Tod kennengelernt und vor allen Dingen, dass es hinterm Horizont weitergeht. Ich konnte es nicht in Worte fassen. Ich habe darüber auch nie gesprochen. Ich wurde ja auch nicht gefragt. Mhm. Aber mein ganzes Weltbild von dem, was so man von außen mitbekommt als Kind, stand auf dem Kopf, weil eine unglaublich tiefe Gewissheit da war. Es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde. Und all dieses ist bereits in uns. Und wir haben in dieser Erfahrung dies einfach auf eine individuelle Weise nochmal anders zu begreifen. Und egal, was wir zu begreifen haben und wie unser Leben hier vonstatten gehen wird, es wird gut. Jede Seele ist in der Liebe zu Hause. Und ab da muss ich wirklich sagen, das war kurz vor der Einschulung, also mit 6 Jahren, habe ich alles, was mir beigebracht wurde, war ich imstande zu hinterfragen. Also damals sind wir noch kommunistisch erzogen worden, mhm. Mit einem großen Feindbild, mhm. groß geworden, alles, was anders denkt, ist falsch. Und genau alles, was eben nicht Liebe war und nicht der Ethik entsprach, nicht diesem Urempfinden des Göttlichen, konnte ich hinterfragen, nicht im Sinne von, du hast nicht recht, sondern das ist deine Wahrheit und ich beobachte es. Ich beobachte die Welt. Und damit der Tod hat mich eigentlich gelehrt, das Leben zu beobachten und auf meine eigene Weise zu gestalten. Deshalb, die Angst vor dem Tod in dem Sinne ist mir nicht mehr vertraut. Das bedeutet aber nicht, dass ich besonders eilig damit habe, ja. sondern ich weiß einfach, das Leben mit einer viel, viel bewussteren Wertschätzung zu begegnen. Und das spüren die Menschen, die zu mir kommen oder meine Bücher lesen. Diesen Seelenplan, den du gesehen hast in dem Moment, wann wird der festgelegt oder bestimmt oder geschrieben? Findet das schon statt, wenn man seine vorige Reinkarnation, also Inkarnation gemacht hat, wenn man dann wieder geht, dass man sagt, okay, beim nächsten Mal möchte ich die und die Punkte erreichen, abarbeiten. Passiert das kurz davor? Wo kommt das her? Erlaube mir ein bisschen auszuholen.
denn das wäre viel zu schade, auf so eine tiefgründige Frage oberflächlich zu antworten. Es ist so, wenn wir eines Tages die Augen hier auf in dieser Dimension schließen, geht mit dem letzten Herzschlag unser Seelenleib aus dem Körper hinaus und macht den Schritt über die Schwelle in die jenseitigen Sphären, in die Emotion, in welcher wir den letzten Atemzug vollzogen haben. In diesem emotionalen Bewusstsein. Und ich wünsche jedem, dass der in Frieden stattfindet. Denn Paradies wie auch die Hölle sind immer in uns. Sei es im Jetzt, im Diesseits, sei es dann in der Gegenwärtigkeit des Jenseits. Es ist immer ein Zustand, als Frage des Bewusstseins. Ganz gleich, auf welche Weise man zu Tode gekommen ist und wann und wie. Jede Seele ist in der Liebe zu Hause und hat sich im Jenseits selbst zu reflektieren. Ich halte mich hier bewusst kurz. Und sie erlebt auch in der jenseitigen Sphäre, dann, wenn sie bereit ist, sobald sie bereit ist, auch da hetzt niemand sie voran, wie auch beurteilt nicht, eine intensive Lebensrückschau. Und zwar schaut sie wie ein Film, das Bild Film passt sehr gut auch zur Panterei, ihr Leben vom letzten Atemzug bis zum ersten innerhalb einer Rückschau, in den Stationen, auf welche sie noch emotional resoniert, wie habe ich dem und dem Partner noch zu vergeben, habe ich noch Faust in der Tasche, oder was hat mich im Leben besonders emotional berührt, vielleicht ein bestimmter Ort. Und rückblickend erkennt die Seele sich nochmals selbst und vor allen Dingen Momente, wo sie sich getraut hat, beziehungsweise wo sie was versäumt hat. Mhm. Die meisten Seelen, mit denen ich im Jenseits mich unterhalte, bereuen, dass sie sich nicht viel mehr zu Lebzeiten zugetraut haben, weil sie einfach nur gedacht haben, sie haben Begrenzungen, sei es politische, wirtschaftliche, soziale, psychologische, religiöse. Und letztendlich erkennen sie die Welt ist immer so, wie ich sie selber subjektiv eben sehe. Die Reise der Seele, der unsterblichen Seele, geht weiter. Es sind unterschiedliche Bewusstseinsebenen und irgendwann kommt sie in ein Bewusstsein, auf eine Bewusstseinsfrage, was ist Liebe? Und sie erkennt dieses urgöttliche Licht, was uns atmen, was uns fühlen lässt. Das Göttliche in ihr und um sie herum. Und sie begreift in ihrem individuellen Bewusstsein, wie nah und gleichzeitig wie fern sie dieser bedingungslosen Liebe, Einheit der Allliebe gegenüber ist. Und sie spürt, dass alles wert ist, dieser Einheit zu kommen. Und sie spürt, welche Charaktereigenschaften, welche Emotionen trennen sie noch vor dieser bedingungslosen Hingabe. Und dann merkt sie, was ist ihre Resonanz? Hat sie eine gewisse Verbitterung? Zum Beispiel ganz viel verbreitet sind narzisstische Züge, Opfer-Täter-Hierarchien. Was trennt sie von dieser Fähigkeit, wirklich lieben zu können? Und in dem Moment entsteht in ihr ein Bedürfnis nach dieser Einheit und damit eine Resonanz auf eine Wiedergeburt, weil da oben können wir das schönste Lichtlein sein, wir können uns nur reflektieren, aber nicht erleben. Erleben können wir uns nur über die Körperlichkeit, Zeit- und Raumdimension, über unsere Sinne, wie berühren, schmecken, riechen, sehen, tasten. Und aus ihrem inneren Ruf heraus entsteht mit Hilfe ihres Schutzengels ein neuer Seelenplan.
Und dieser Seelenplan ist pure Schwingung der Liebe, der Emotionen. Das heißt, sie sieht, ihr Lebenssinn ist die Allzu-Allliebe hinzukommen. Mhm. Ihre Lebensaufgaben sind also emotionaler Art, etwas zu erkennen, zu vergeben, zu vertrauen, in den Mut zu gehen, loszulassen, Belastendes, noch mehr in die Güte, in den Sanftmut, in die Liebe hineinzugehen. Und damit schwingt die Seele in einer bestimmten Schwingung, in ihrem individuellen Bewusstsein. Und aus diesem emotionalen Bedürfnis nach der Erfahrung beginnt ihre Resonanz auf die Kultur, auf die Familie, die gerade eben Liebe machen, Möglichkeiten anbieten. Ihre Resonanz vielleicht nach den Menschen, die sie schon kannte aus früheren Leben, eine Rechnung mit ihnen offen hat oder sie sich am besten unterstützen können. Oder sie ganz neue Erfahrungen braucht, also Familie, die sie noch nie begegnet ist. Und mit diesem vorgenommenen, lichtvollen Seelenplan macht sie sich auf den Weg und tritt als in ihrer Wiedergeburt an, wo wir das Neugeborene betrachten und spüren, in ihm ist eine heilige Kraft, in ihm ist schon eine Geschichte und ein Auftrag. Mhm. In ihm ist diese göttliche Lebendigkeit. Damit diesen innere Verbindung zum Kosmos, zu der Göttlichkeit in uns, zu unserem ursprünglichen Auftrag nach Liebe, unseren lichtvollen Seelenplan. Damit bleiben wir verbunden durch unsere Intuition, Achtsamkeit, Inspiration, Klarheit. Und das sind doch spirituelle Attribute, wo wir aus der inneren Ruhe heraus in diese Quelle wieder hineinkommen. Viele verwechseln diesen lichtvollen Seelenplan mit Leiterfahrungen. Die nehmen wir uns nämlich nicht vor, die entstehen aus der gegenwärtigen Situation heraus. Nämlich, es gibt noch nicht nur diesen lichtvollen Schicksalsstrom, sondern auch einen weiteren Schicksalsstrom aus der Resonanz heraus. Zum Beispiel das Versagen der Eltern, wenn sie sich für Missbrauch an ihren Kindern entscheiden. Das ist deren Verfehlung. Das ist kein Verdienst oder Vornehmen der Kinder und ihrer Seelen. Und der innere Ruf jeder Seele bleibt aber nach der Urliebe. Und diese Fähigkeit zu lieben macht uns gleichzeitig auch einen bestimmten Anteil in uns, der unverletzbar ist, der uns helfen kann oder hilft, auch Leidvolles, was uns widerfahren ist, zu transformieren. Und deshalb sage ich immer gerne, wie im vorherigen Gespräch, manchmal müssen wir erstmal erfahren, wer wir nicht sind, was nicht unsere Werte sind, was wir nicht sein wollen, um auf die Idee zu kommen, wer sind wir wirklich, was ist unser wahrer Auftrag. Und das geht nur in der Selbstliebe, Eigenverantwortung und in der Kooperation mit dem, was da ist, nicht in der im Hass, Wut oder Ablehnung. Und es gibt noch einen dritten möglichen Schicksalsstrom, nämlich der global entsteht und dadurch die Karten sich neu mischen. Denn die Zukunft ist ja nichts Starres. Sie ist ja noch nicht da. Sie entsteht aus der Gegenwart heraus. Und deshalb sollten wir die heilige und heilsame Kraft der Gegenwart niemals unterschätzen. Und deshalb sollten wir die Dinge immer beim Namen nennen und uns auch für die Opfer einsetzen, und nicht scheinheilig sagen, dann haben sie es sich ausgesucht. Das ist nichts anderes als esoterischer Missbrauch an den Opfern, sondern uns für die Liebe und damit für die Werte einsetzen, indem wir mehr und mehr verstehen, was unsere göttlichen Seelen doch in Wirklichkeit ausmacht. Da kriegt ja zum Beispiel der Punkt, also dass er Ereignis von Kinder bekommen, auch irgendwie eine ganz andere nochmal Dimension, Verantwortung, was da eigentlich dann passiert, dass man dann wieder eine Seele auf die Welt holt, ein Bewusstsein.
Das ist nicht mal nur eben, ich zeug jetzt irgendwelche Nachkommen, sondern da ist ja viel mehr dahinter. Mhm. Also ist das ja auch eine Riesenverantwortung dann irgendwo. Wie war das bei dir? War das bewusst schon, dass da irgendwo was passiert? Oder lässt man es dann einfach passieren? Sowohl als auch, ja. So wie wir schon gesprochen haben im ersten Teil. Weil, wenn man das weiß, ja, dann denkt, oh mein Gott, da passiert noch dieses oder jenes. Geht man dann anders damit um? Ja, schöner. Also es ist ja sowohl als auch, alles ist möglich. Bei mir ist es ja immer individuell unterschiedlich. Ich bin ja eher... bei mir ist ja wenig Normales. Mhm. Ich versuche nur eher das, was normal ist, zu betonen, um nachvollziehbar zu sein. Bei mir war das so, dass ich bin ja mit konservativem Gedanken gut groß geworden. Und eigentlich sollte ich schön russisch-konservativ mit 18 heiraten und den harmlos ausgewählten jungen Mann, der damals konform war, der meiner Ursprungsfamilie entsprechend und. Und alles, was so konservativ ist und damit in eine unglaubliche Enge gedrückt und genormt, ist für mich wahnsinnig langweilig. Ich war schon immer so trotzig und sagte und empfand es als eine Beleidigung an meine Intelligenz, mich in solche vorgenommenen Normen reinpressen zu lassen. Weil ich schon einen starken inneren Ruf hatte, ich wusste immer, das kann aber natürlich nicht jeder, braucht es auch nicht, dass ich ein Kind haben werde. Mhm. Aber ich war offen, sowohl als auch. Und als dass ich schwanger war, merkte ich schon an der Seele, die in meiner Nähe schon da war. Mhm. Nun, meine Tochter habe ich schon aus früheren Leben gekannt. Ich habe es nur ein bisschen spät geschnallt, dass das schon Reinkarnationsprozess ist und nicht ein Gespräch eben mit einer mir bekannten und geliebten Seele. Und damit erlebte ich auch meine Schwangerschaft sehr, sehr, sehr bewusst und beschreibe das auch in den Büchern, auch im Buch Seelenplan, wie eine Seele ihren Weg findet, wie sie, von welchen Engeln sie begleitet wird. Beschreibe nicht nur den Prozess, wie eine Seele wieder ins Jenseits findet. Ja, wer kommt da jetzt? Ich meine, bei dir kommt der, da müsste noch viel mehr durch den Kopf gehen. Jetzt sagen wir mal, bei mir zum Beispiel, da kommt jetzt ein Stammhalter auf Deutsch, so sehen es ja einige, ja, da kommt jetzt ein Nachfahre, das ist die Blutlinie, dann wird damit sozusagen die Gene weitergegeben werden, diese ganzen banalen Sachen. Und bei dir kommt ja dann nochmal was ganz anderes dazu, da kommt eine Seele, die schon mal gelebt haben, die eine neue Erfahrung machen möchte, die auch einen Seelenplan hat irgendwo. Also das wollte ich nochmal kurz, ob du dir dem so bewusst warst dann. Ja, ich war bewusst. Das hat mich aber nicht zu einer abgehobenen Mutter werden lassen, denn mir ist die Aufgabe, die bodenständige Aufgabe von Anfang an bewusst gewesen, dass ich nicht Freundin meiner Tochter bin, sondern Mama. Okay. Und damit eine andere Verantwortung habe als eine Freundin. Machst du das manchmal im Wechsel? Das bist du manchmal eventuell, also manchmal hat man schon eine freundschaftliche Beziehung zu seinem Kind. Klar, man bleibt immer Mama. Ist man dann ein bisschen Freundin doch kurz und dann wieder Mama? Erzähl. Ja, mein Mann sagt auch immer, also ich sollte mal erwachsener sein in Bezug zu ihr. Aber, also du hast das auch, dass du manchmal rumblödelst und... Ja, rumblödeln, ja, kann ich mir nicht abgewöhnen. Ja. Ja, es ist schon so, dass ich bewusst darauf achten muss, mir meiner Mama-Aufgabe ganz präsent zu sein, denn Erziehung und Führung und Behütung, das sind schon bewusste Kräfte und... nicht nur Begleitung und das Teilen von freundschaftlichen, vielleicht gemeinsamen Interessen. Wir haben, für mich sind beide Ebenen oder Rollen
Gleichwertig. Du bist auch in der Freundschaftsrolle ab und zu, wenn es passt, aber du kannst auch dann schnell in die Mama-Rolle wechseln. Verantwortung übernehmen, ja. 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 Merkt das dann die Tochter sofort oder oh, jetzt jemand anders da? Dann nein, es ist ja nicht so, dass ich dann andere Person bin. Nein, ich tue das auf eine freundschaftliche Weise. Ich führe und behüte auf eine eher freundschaftliche Weise, indem wir kommunizieren und nicht indem ich bestimme. Also in meiner Mama-Rolle geht für mich Beziehung vor der Erziehung. Und indem ich im Gespräch bin mit meiner Tochter und auch meinem Mann, und wir über unterschiedliche Meinungen diskutieren und auch argumentieren und einander ernst nehmen und damit einander mit Wertschätzung begegnen, setzen wir Impulse. Und meine Tochter ist ja immerhin 17, trifft eigene Entscheidungen in diesem Alter sowieso, hat sie dann einfach die Wahl. Ist imstande, eigenständige Entscheidungen zu treffen aus der Fülle an Möglichkeiten, die wir als Eltern mit unserer Lebenserfahrung widerspiegeln, die ihr die jetzige moderne Zeit wiedergibt. Und warum das bei uns friedvoll funktioniert, ist, weil wir an sie keine Erwartungen stellen, dass sie unsere Meinung übernehmen muss, sondern weil wir sie genauso bedingungslos lieben, auch wenn sie sich anders entscheidet. Zum Beispiel ständiges Konfliktthema, Handykonsum. Mhm. Wir Erwachsenen sind ja da auch nicht ohne. Aber was die Jugend an Stunden dafür bringt, lässt natürlich uns Eltern schon erschrecken. Weil wie gehst du damit um? Wir kommunizieren. Wir bieten ihr Alternative, indem wir mit ihr vieles unternehmen und damit nicht langweilig sind. Indem wir interessant für sie bleiben, durch unsere Reisen, durch unsere gemeinsamen Hobbys, durch unsere Gespräche, auch soziale und politische Aktivitäten und Gespräche. Und natürlich zieht sie dann ihren Handykonsum trotzdem durch, aber sie spürt, wir verurteilen sie nicht dafür. Und indem sie sich geliebt fühlt, hat sie eine Erdung, einen Rückgrat und damit wird sie nicht Gefahr laufen, sich in der Welt, auch in der virtuellen Welt, in der Parallelwelt zu verlieren, sondern rechtzeitig, zum Beispiel wenn es dann aufs Abitur zugeht, um die Noten geht, die Kurve zu kriegen und auf ihr Ziel zuzusteuern. Also wir stärken ihr den Rückgrat, anstatt von ihr soldatenhaftes Gehorsam zu verlangen. Eine gewisse Grundausbildung ist euch schon beiden dann wichtig für die Tochter sozusagen. Also ich meine so grundsätzliche Sachen wie Englisch lesen, schreiben, gewisse Rechensachen und so weiter. Da sagst du dann jetzt nicht so, nee, ich glaube nicht, dass es dein Seelenplan ist, jetzt gut überhaupt Mathe zu können, mach was du willst. Sondern du denkst schon so, nee, also die Basics, die sollten schon sitzen. Entschuldige, dass ich lache, aber es gibt tatsächlich, tatsächlich solche... ich achte nicht nur darauf, dass sie Flügeln bekommt, sondern auch Wurzeln. Und die Bildung ist das, was einen unfassbar frei macht in der Welt. Und auch die Grundvoraussetzung, sich etwas aufzubauen und eine eigene Meinung zu bilden, und nicht eine einseitige, ganz gleich welche Art von Meinung zu übernehmen. Und außerdem macht unserer gesamten Familie Bildung wahnsinnig viel Spaß. Also es ist für uns ein Vergnügen, in unterschiedlichen Sprachen miteinander zu sprechen und zu jecken. Es ist auch für uns auch ein Vergnügen, Ziele zu erreichen. Und gerade ich komme ja auch aus einer Ursprungsfamilie, der Arbeitergesellschaft. Aber meine Eltern haben kaufmännische Talente, aber alles Akademische war verpönt. Aber umso mehr weiß ich diesen Freigeist, der auch die hohe Intelligenz, die Fähigkeit, wirklich denken zu können und wirklich etwas auf die Beine stellen zu können und auch finanziell frei zu sein,
wertzuschätzen. Kritisches Denken ist dir wichtig? Natürlich. Ja. Das ist ja sowohl als auch Denken. Ja. Und damit würde ich mich hüten, meine Tochter in eine Einseitigkeit einzudrängen, nach dem Motto, du hast jetzt akademisches Weltbild zu genießen oder du hast jetzt ein rein alternatives Weltbild zu genießen. Wir sind eine Familie, wo wir mit allem kooperieren und aus allem das Beste nehmen und dann macht es erst Spaß. Wie gehst du damit um, dass du vielleicht noch gar nicht weißt, was deine Tochter mal später machen wird? Das ist ja schon, da macht man sich auch gewisse Sorgen oder zumindest man wünscht dem Kind das Beste, aber es weiß jetzt noch nicht, dass es vielleicht Arzt, Anwältin oder vielleicht was Ähnliches machen möchte wie du. Für mich ist das überhaupt kein Ballast, sondern ich erfreue mich an ihrem sonnigen Gemüt und auch an ihrer Intelligenz. Ich habe bedingungsloses Vertrauen in ihre Weisheit und Intelligenz, dass sie ihren Weg gehen wird. Und welche Talente sie konkret haben wird und wie sie konkret ausleben wird, da ich da keine Wunschvorstellungen habe, ist es für mich nur mit Freude besetzt und nicht mit einem Ballast. Denn ich muss mein Selbstwertgefühl nicht durch ihren Erfolg oder durch ihre Schönheit aufwerten. Ich ruhe in mir wie ein Fels in der Brandung und sie ebenso. Ich biete ihr nur Perspektiven an und unterstütze sie auf ihrem Weg. Den Weg muss sie selber gehen. Das heißt, wenn sie beispielsweise wunderschön malen kann, dann bist du jemand, der ihr vielleicht eine Staffel holt, eine Leinwand und ihr Farben hinstellt, sagt, ja, sowas, Angebote machen. Genau. Ja. Und dann einfach passieren lassen und... Ja, ich muss ja natürlich auch dazu sagen, nicht in jedem Land und nicht in jeder Familie ist das möglich. Ich habe einfach das Glück, privilegiert leben zu können und meinem Kind alles anbieten zu können. Und ich weiß es sehr zu schätzen, weil ich musste mir meinen Nachhilfeunterricht zum Beispiel alles selber erarbeiten. Ich, seit 12. Lebensjahr ging ich putzen. Und von diesem Putzgeld habe ich mir dann Zeichenunterricht oder Deutschnachhilfe oder Mathe-Nachhilfe selber bezahlt. Und natürlich habe ich aus allem das Beste gemacht und hadere nicht damit. Aber es ist für mich ein Vergnügen zu sehen, mein Kind muss es nicht. Sie darf alles, aber sie muss nichts. Sie wird auf ihre Weise glücklich. Ich stehe ihr nicht im Weg. Kommt dann manchmal die Frage auf, hat sie es vielleicht zu leicht und weiß es nicht zu schätzen? Und dann hat man das ist ein dumpfes, konservatives Gedankengut. Das ist meine Frage. Das kommt aus dem alten Sopf heraus, nach dem Motto, ich muss mein Kind für diese harte Welt abhärten. Nein, das ist ein einseitiges Gedankengut, der nicht zu Ende durchdacht worden ist. Und ich freue mich, ich begleite sie mit meiner Freude. Ich freue mich, dass sie alle Möglichkeiten hat. Und ich glaube bedingungslos an sie. Und sie ist auch ehrgeizig von Natur aus. Und deshalb weiß ich, dass sie das Beste aus ihrem Leben machen wird und ihr Glück auf ihre Weise leben. Ist sie ehrgeizig in vielen Dingen oder das, was sie interessiert? Natürlich das, was sie interessiert, ja. Ja, ich finde das unheimlich spannend, Einblicke von dir zu bekommen, weil auch als Eltern kommt man immer wieder in die Situation, wo man sich fragt, wo ziehe ich die Grenze, wie kann ich ihn oder sie optimal fördern? Ich habe noch eine Frage zur Entwicklung, die gerade so auch auf der Welt stattfindet. Mhm. Wir haben auch im vorigen Teil und jetzt auch so ein bisschen über den Individualismus geredet, wie wichtig der zu sein scheint für diese Entwicklung und für dieses Vorankommen. Jetzt erlebt man auf der Welt in gewissen Ländern, zum Beispiel in China, wo das Kollektiv wieder sehr gefeiert wird. Nicht gefeiert, sondern forciert wird schon fast, so sozusagen das Individuum ist nichts, das Kollektiv ist alles und dann diese Masse erobert die Welt, so ungefähr
Wie siehst du solche Entwicklungen? Was macht das mit dir? Das wird in allen archaischen Ländern gefördert, auch in Russland. Und in allen Ländern, die imperialistisch und diktatorisch geführt werden. Und ich habe ja schon erwähnt im ersten Film, dass ich seit 20 Jahren meine spirituelle Berufung lebe. Und ich erinnere mich noch auch an meine Kindheit, wo vor allen Dingen das Wir-Gefühl gefördert wurde und nicht das Ich-Bin-Gefühl gefördert wurde. Damals, in dieser Zeit, auch noch in Russland, waren wir als Familie auch alle auf die gegenseitige Unterstützung angewiesen. Und überleben konnte der, der sich am besten anpassen konnte an den Stärksten. Und das ist leider, dieses Gedankengut, immer noch hängen geblieben in Osteuropa. Und in Deutschland erlebte ich durch diese psychologische Freiheit und Demokratie, dass aus dieser Freiheit im Wir-Bewusstsein ein Individuum Platz bekommen hat. Und wir beobachten ja auch in den letzten Jahrzehnten, wie wichtig es ist, dass in den Betrieben gerade diejenigen Mitarbeiter zukunftsfähig sind, nicht die, die im Hamsterrad rennen, sondern die besten Ideen haben, die klügsten Visionen und die zukunftsbildenden Lösungen. Das Know-how und individuelle Fähigkeiten eines Mitarbeiters besonders viel zählen. Das sieht man ja auch an der Entwicklung neuer Berufsschichten und dass alte Berufsschichten sich auflösen und Strukturen. Mittlerweile habe ich festgestellt, wir haben alle in den letzten 20 Jahren ein schönes Ich-Bin-Bewusstsein entwickeln können. Jeder achtet jetzt mehr oder weniger auf seine Bedürfnisse, hinterfragt seine Wünsche, hinterfragt seine Beschränkungen, seine Absichten und auch macht sich auf die Suche nach seinem Potenzial, auch wenn natürlich diese Fragen niemals aus der Mode gehen werden. Jetzt beobachte ich aber, dass wir jetzt nach 20 Jahren in ein neues Bewusstsein hineintreten, wo ein neues Wir-Gefühl entstehen muss. Und jetzt umso mehr, wo das Individuum erstarkt ist, muss ein neues Wir-Gefühl kommen, nämlich aus Empathie, Solidarität und aus dem Miteinander heraus. Und das beobachten wir ja auch. Die Familien fallen auseinander, die nicht imstande sind, mit Empathie miteinander zu kooperieren, sondern zu grob oder egoistisch werden. Die können nicht gedeihen. Die Firmen fallen auseinander, die sich nicht den neuen Werten und neuem Know-how sich öffnen. Ich habe auch Angestellte und ich beobachte, wie schön wir miteinander gedeihen können, indem wir miteinander kooperieren, aufeinander eingehen, miteinander kommunizieren, empathisch miteinander sind, so wie ich verbindlich mit ihnen bin, sind sie auch verbindlich mit mir, einer für alle, alle für einen. Es kann sonst kein Team funktionieren. Und dieses neue Wir-Gefühl, danach schreien eigentlich immer mehr Menschen, auch in diktatorischen Ländern wie in Iran. Ich unterhalte mich häufig mit einer iranischen Freundin. Vieles verbindet uns, ihr Schmerz über Iran und mein Schmerz über den Krieg, Übergriff auf Ukraine, verbindet uns, wo wir noch mehr uns gerade über diese Werte unterhalten und über den eigenen Horizont hinausblicken. Und damit bin ich sehr zuversichtlich, dass in der Zukunft derjenige zukunftsfähig sein wird und die Krisen überstehen wird,
der über die größten Ressourcen der emotionalen Intelligenz verfügt und nicht der nach altem Zopf lebt und ausschließlich seine Macht und Anerkennung über rohe Gewalt und Unterdrückung des Individuums und Unterdrückung eines neuen Wir-Bewusstseins versucht zu überleben. Und das ist alles nur eine Frage der Zeit. Und ich bin niemals ausgegangen davon, dass Bewusstseinswandel über Nacht passiert. Mhm. Weil die Geschichte doch uns immer lehrt, dass es generationenübergreifend passiert, der Bewusstseinswandel und Veränderung. Denn so lernfähig, wie wir als Menschen sind, sind wir doch auch irgendwo eine träge Masse, die ihre Zeit braucht, die ihre Gewohnheiten hat, weil sie ja auch einem Sicherheit geben und grundsätzlich die Menschheit Angst und auch das Individuum Angst vor Veränderungen hat. Und dabei ist es eine dumpfe und nicht berechtigte Angst, was wir in unserer Spiritualität ja hinterfragen können, weil der Wandel ist doch das einzig Beständige in der Welt und damit das Natürlichste. Und davor Angst zu haben vor etwas Natürlichem, ist nicht einleuchtend. Wir sollten eher klug und weise in unserer Aufmerksamkeit handeln und die Welle des Erfolgs mitten im Wandlungsprozess erwischen, indem wir uns neuem Gedankengut, innovativen Möglichkeiten und einem empathischen, werteorientierten Wir-Gefühl öffnen und unser individuelles Potenzial positionieren. Und damit werden wir nie austauschbar sein und nie arbeitslos. Das können wir gerne so stehen lassen. Ja, ja, ich frage auch, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss, die Ängste sind ja präsenter denn je gefühlt, die Menschen haben. Nicht nur wegen Veränderungen, da denkt man manchmal, damit könnte ich sogar vielleicht noch umgehen, aber auch mit Themen, die vielleicht für manche lebensbedrohlich erscheinen. Ja. Und wann ist das endlich vorbei? Und das ist jetzt auch meine letzte Frage für heute. Ja. Was konkret, wann ist endlich vorbei? Wie da denkst du, diese Zeit, bis dieses Wir-Gefühl wirklich bei vielen angekommen ist, sodass wir wirklich auch alle friedlich miteinander leben können, dieser Prozess hat jetzt ja erst begonnen. Nein, da gebe ich dir nicht recht. Der Prozess ist so alt wie die Menschheit. Es ist unser Bewusstseinsprozess, aus jedem Zeitalter in ein anderes sich hineinzuentwickeln. Jetzt sind wir im digitalen Zeitalter angekommen. Danach kommt ein anderes Zeitalter und das ist alles in Ordnung. Das ist unser Abenteuer, was ganz einfach das Leben heißt. Und wie wir diesen gestalten, das bleibt nach wie vor uns selbst überlassen. Wir können einfach nur so handeln, wie es jetzt in diesem Augenblick für uns stimmig ist und uns einfach die Option offen halten, durch neue Erkenntnisse und Erfahrungen zu reifen und immer imstande sein, auch sich eine neue Meinung bilden zu können. Vielen Dank, Jana. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. Danke.